einer neuen 20-Uhr-Folge, zu einer neuen Folge von EA FC Mobile 24. Wir werden heute reingehen in die nächsten Teams in der letzten Folge. Die ist jetzt genau 14 Tage, glaube ich, her. Wir haben auf jeden Fall die 100 Kommentare geknackt, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Vielleicht schaffen wir heute auch wieder die 100 Kommentare mit euren Teams. Das heißt, sagt gern euren Freunden Bescheid, dass ich hier wieder Teams werte in EA FC Mobile. Ja, alles, was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich ganz easy peasy. Ganz kurze Erklärung, ihr müsst euren EAFC Mobile Namen in die Kommentare schreiben, den seht ihr oben links. Bei mir ist jetzt in dem Fall Laliloop. Dann müsst ihr in die Kommentare schreiben eure aktuellen Liganamen und eure derzeitige Gesamtbewertung. Genau, das ist easy peasy gemacht und der erste, der hier heute dran ist, ist der Rosenking. Rosenking, ich habe die Liste übrigens auch geupdatet. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Links alt, rechts neu. Das heißt, 96 gibt es 5, 95 bis 94 4, 93 bis 92 3, 91 bis 90 2, 89 bis 88 1 und unter 87 oder 87 sind es 0. Deswegen, viel Glück an alle. Rosenking ist der Erste mit einem 96er Team und er kommt genau rechtzeitig, hat ein 96er Team und auch heute gibt es ab 96 5 Punkte, also 5 Punkte schon mal safe. Und er hat hier Mascherano, Schlotterbeck hinten, Süle, Neuer, Robertson, Maldini, Declan Rice, Bellingham, Charlton, sie dann erneuen. Ja, das ist... Also wenn ich diesem Kollegen hier nicht die 10 von 10 gebe, weiß ich auch nicht, aber ich denke, er wirklich nicht. Rosenking, es tut mir leid, er hört sich blöd an, aber ich bin jetzt absolut kein Fan von Schlotterbeck. Ich bin jetzt auch jetzt kein... Ja, Süle ist jetzt auch nicht ein Weltspieler. Deswegen gebe ich dir eher 4 Punkte und somit landest du bei 9 von 10 Rosenking. Aber 9 von 10 hieß ja jetzt auch, keine schlechte Bewertung, ne? Und jetzt nächstes machen wir weiter mit dem Simon. Simon SGD, Simon Dynamo Dresden. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Dresden gewohnt, war eigentlich eine coole Zeit. Falls an diejenigen, die es nicht wussten. 95er Team, gibt's 4 Punkte. Vinicius, R9, Salah, Jude, Bernardo, Milinkovic-Savic, Rüdiger, Kompany, Zanetti, Roberto Carlos, Neuer. Ich finde es von dem Team her an sich besser als das Team davor, aber würde ich trotzdem nicht die 5 Punkte für geben. Das heißt, 4 plus 4 sind 8. Simon, 8 von 10 für dich und dein Team. Ich denke, das ist jetzt auch definitiv nicht schlecht. So, dann haben wir Zockerkind. Ja, nicht Kielen, sondern Zockerkind. Von Bully the Original. Zockerkind hat einen 96er Team. Und dafür gibt es auch die 5 Punkte heute. Er hat einen Ginola. Wo bin ich stehen geblieben? Also ich finde es besser, aber würde ich auch die 4 Punkte geben. Also 4 plus 5 sind 9, Zockerkind. 9 von 10 für dich und dein Teamchen. So, dann haben wir QOU. Q. Mit 94. Gibt's aber nicht. Q. Schreib's mir nochmal gern in die Kommentare. Aber sein. Vielleicht hat er ein O vergessen. QO. Den H hat er vergessen. Das ist er. Guck mal, ich hab anhand. Du hast ein H vergessen. Q. Ich habe es anhand deines YouTube-Namens dann rausgefunden, dass dann Haar fehlt. Hat einen 97er R-Linken. Eusebio, Lorente, Süle auch da hinten. Dante. Wir gewinnen Meisterschaft. Wir gewinnen Champions League. Und Pokal auch. Gebe ich dir 4 Punkte für. 4 plus 4 sind ein 8 von 10. Q. 8 von 10 für dich. So, dann haben wir Kerem, Junge. Kerem, mein Freund, Kerem, aber mit E noch dazwischen, Kerem, The Goats. Haben wir The Goats? Goats, 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 The Goats ist leider nicht Kerem. Ich weiß nicht, wie wir es denn bei dir lösen, aber ich glaube, es ist halt, oder du hast eine Liga gewechselt, dann schreib es mir gerne nochmal in die Kommentare, Ebu Bekirch. Müsste auch Liga gewechselt haben, oder was? Aber die Frage ist, welche Liga? Boah. Nee, macht eigentlich keinen Sinn, weil er da schon 93 hatte.
Okay, das ist jetzt scheiße. Schreib's mir gerne auch mal in die Kommentare. Oh, da bin ich gespannt. Also, wenn ich das in den Kommentaren lese, dann muss ich da sofort drauf gucken. Neil Sirius ist aus meiner Liga. Das heißt, wir können ihn auch so finden. Neil Sirius. Da ist er. Mit einem BVB-Logo. Oh, oh. Was hat er? 97, ein Ronaldinho, ein Haaland, ein Garincha, ein Ballack einfach drin, ein Zico, ein Barella. Dann ein Hernandez, Araujo Company, Alberto und Donnarumma. Junge, Junge, Junge. Neil Sirius, du hast es geschafft. Du bist das erste Team mit 10 von 10 heute. Das erste Team mit 10 von 10, 10 an Neil Sirius. GGs. Sehe ich das richtig? Münster ist auch zurückgelassen. Münster in unserer Liga? No joke. Da soll jetzt ein einfach Münster 96. Kack ab. Ich glaub's ja nicht. Münster 96. Leute, ein Teamchen mache ich noch. Ein Teamchen mache ich noch und das ist nämlich das Teamchen von Marius 2. Und dann muss ich auch ganz dringend mein Handy aufladen. Ich glaube, ich habe nur noch No Joke 3% oder 2%. FC Bayern Logo gibt's keins. Trotzdem würde ich sagen, keine Liga. Müsste der erste sein. Grealish, Julie, Zidane, Matic, Bellingham. Boah. Gebe ich dir 4 und 4 plus 3 sind 7. 7 von 10, aber theoretisch die schlechteste Bewertung. Aber 7 von 10 kann man jetzt auch nicht so wirklich drüber meckern, würde ich sagen. Ich bedanke mich, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, eure Teamnamen in die Kommentare zu schreiben. Also Teamname, Liganame und derzeitige Gesamtbewertung. Tschüss.